Wir haben sicher in vielen, vielen Matches Pech gehabt. Wir haben wirklich blöd Punkte verloren. Und klar, so ist halt einfach der Fußball. Klar ist es ein bisschen absurd, wir steigen ab und holen den Cup. Aber es ist ein guter Start für die Zukunft. Wir freuen uns auf den Start und wir werden alles daran setzen, dass wir rasch möglichst wieder in der Super League sind. Es gibt sicher Spieler, die nicht mehr in der Challenge League spielen wollen. Das ist mal das eine. Also dort wird es automatisch Änderungen geben. Dann gibt es Spieler, die im Club sehr verbunden sind. Dort muss man schauen, ob die bereit sind, auch in der Challenge League alles zu geben für den Verein und nochmal ein Jahr dort unten mitmachen. Und das zusammen dann gibt dann das Resultat, ob man einen Umbruch braucht oder nicht. Das kann man jetzt im Moment noch nicht sagen. Ja, so, ich bin 34. Ich denke nicht, dass ich noch einen grossen Sprung mache. Und, es ist mein Herzensverein. Und sicher, ich muss gut Deutsch sagen, ich habe Scheiße gebaut in dieser Saison. Wir sind abgestiegen. Also, ich probiere sicher, das Eichel daraus zu bügeln. Klar, wir haben die letzten drei Spiele gesehen, dass wir zusammen eigentlich keine schlechte Mannschaft sind. Wir haben gesehen, dass wir einen Punkt in Sion holen können, drei gegen Vaduz und jetzt Lugano schlagen. Ja, leider ist es irgendwie zu spät gekommen, aber wir haben gesehen, was wir eigentlich können. Und nächstes Jahr ist ganz klar, das Ziel ist wieder der Aufstieg. Sofort. Und ja, man muss den Club wieder in die richtige Bahn lenken. Alle Spieler, die jetzt da sind, und noch da sind, ob ich da bin oder nicht, kann ich wie gesagt, nicht sagen, das wird verhandelt. Und falls ich da bin, wird ich alles dafür tun, dass Zürich sofort wieder aufsteigt. Ist klar, dass jetzt FCZ muss nur ein Jahr in Challenging machen, wieder ein super Parcours in Coupe machen und Europa League am besten so gut wie möglich zu spielen.